Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Sendung Stricker TV. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Niklas Grimoldi. Er ist bekannt geworden durch seine Grimoldi-Show. Er nennt sie anders, er nennt sie maßvoll, aber ist maßlos oft erschienen im Mainstream und jetzt wieder exklusiv bei mir auf Stricker TV. Der Mann mit dem wallenden Haar und dem Stumpen, der seinem jungen Mann eigentlich nicht gut steht. Aber der Bart, super. Du siehst eigentlich aus wie dein eigener Großvater mittlerweile. He? Nur die Haare sind noch ein bisschen zu dunkel. Guten Abend, Dani. Ich freue mich jedes Mal bei dir über mein Aussehen sprechen zu dürfen und nicht über unsere Inhalte. Ich habe die Sonnenbrille getragen, weil du bist so blendend gut aussehend. Darum habe ich gedacht, damit ich mich noch auf den Inhalt konzentrieren kann, muss ich dieses blendende Aussehen einfach ein bisschen abdunkeln. Ja. So, jetzt, du hast viel erlebt in den letzten 3 Jahren, wie fast alle, die sich im Widerstand engagiert haben. Du wurdest einfach medial besser begleitet als die meisten. Und du hast auch viele Prozesse am Hals und so weiter. Und jetzt wurdest du, vielleicht können wir gerade da beginnen, bei einem Kongress oder Symposium ein und aus und ein und wieder ausgeladen. Und dann hast du angekündigt, du machst eine Störaktion da. Ist das weiterhin geplant? Du siehst auch nach all den Jahren, nach den vielen Stürmen, die wir im Widerstand hatten, funktioniert nach wie vor leider nicht immer alles ganz optimal. Ich hätte mich gefreut, da aufzutreten, dort ein Plädoyer zu halten für die Aufarbeitung und für die Souveränität, natürlich gegen den WHO-Pandemie-Pakt. Das werden nun andere machen. Ich bin mir sicher, Roland Bühlmann und auch andere werden das genauso gut machen. Natürlich ist es schade, sind wir jetzt da nicht mit dabei, aber wir haben auch sonst genug zu tun. Eine Bühne, mehr oder weniger, kommt wirklich nicht darauf an. Also distanzierst du dich vom Begriff Störaktion. Du wirst einfach mit deinen wallenden Haaren und deinen wallenden Maßvollflaggen ein bisschen vor dem Eingang stehen, oder wie ist das? Du, ich denke, dass alle Teilnehmer dieses Symposiums einen guten Anlass haben werden und im Dienste der Sache, so hoffe ich, eine Aufarbeitung anstoßen können. Ich bezweifle, dass ein Ueli Maurer und andere wirklich das im Sinn haben, dass sie wirklich eine Aufarbeitung umsetzen wollen, die vielen Menschen in der Bürgerrechtsbewegung vorschwebt, sprich radikale politische Reformen, Gefängnis für den Gesamtbundesrat. Da hat Ueli Maurer natürlich gar keine Freunde, um einen Anlass zu sein, wo maßvoll ich auch sein würde. Vielleicht hat er dort auch interveniert, das ist meine Vermutung, dass auf Druck von Ueli Maurer wir ausgeladen worden sind. Und ich kann natürlich verstehen, dass es Menschen gibt, die nicht ganz so Freude haben, wenn wir auftreten. Diesen Ruf haben wir uns hart erarbeitet, diesen Hass haben wir uns hart erarbeitet. Insofern liegt meine Hoffnung bei den Verfassungsfreunden, bei Roland Bühlmann und anderen Teilnehmern. Bei diesem Symposium wird der fulminante Philipp Kruse auch dabei sein. Konstantin Beck, der sehr viel getan hat im Dienste der Aufklärung des Geburtenrückganges. Und wir sind nach wie vor voll konzentriert mit der Souveränitätsinitiative, die den WHO-Austritt ermöglichen wird, auch ein Rahmenabkommen verhindern wird. Und wir planen am 25. Mai eine Großkundgebung auf dem Berner Bundesplatz gegen den WHO-Pandemie-Pakt. Da hatte ich gerade heute eine Sitzung mit der Berner Polizei und dort haben wir geplant, was die Vorgaben natürlich sind für uns, für die Kundgebung selbst. Und anschließend hatte ich eine Sitzung mit unserer Sicherheitsfirma, dass dort auch alles mit rechten Dingen zugehen wird und auch die Kundgebung nicht gestört wird seitens Antifa, Linksextremen und weiteren Feinden der Freiheit. Also jetzt hast du mit sehr vielen Worten meine Frage nicht beantwortet. Man merkt, dass es ja kein Verlust ist, dass du nicht im Nationalrat sitzt, weil du wärst ein hervorragender Politiker. Meine Frage ist nochmals, du distanzierst dich also von der Ankündigung einer Störaktion, die du da... Maßvoll wird nichts dergleichen tun. Was? Maßvoll wird nichts dergleichen tun. Gut, also das ist eine Distanzierung von der ursprünglichen Idee. Nein, du, der Veranstalter hat sich auch öffentlich entschuldigt. Da gibt es ein Statement auf der Webseite und mit dem können wir gut leben. Sehr gut. Das ist immer schön, weil wenn wir etwas nicht brauchen, dann ist es eine weitere Spaltung der Restbewegung. Man kann überhaupt darüber diskutieren, ob es diese überhaupt noch gibt. Ja gut, dann hätte man uns nicht ausladen müssen. Ja, das stimmt vielleicht, ja.
Ja, es gibt noch eine Bewegung, weil sonst hätte man dich nicht ausgeladen. Wer die Bewegung besser repräsentiert, ist eine andere Frage. Und genau, also ich möchte mal mit dir ein bisschen darüber reden, wie du es empfindest, dass du medial so gut begleitet wurdest. Nun, das habe ich gar nie so empfunden, dass ich gut begleitet werde, weil die Medien haben mich ja vor allem 2021 zu dem Hassobjekt schlechthin gemacht, dass wegen mir die Pandemie länger gehen würde, die Menschen länger unter den Zwangsmaßnahmen leiden, wegen mir Großmütter sterben, also gut begleitet. Ja, eigentlich war das Gegenteil der Fall, auch nach wie vor die Medien. Entschuldigung? Intensiv begleitet. Was hast du da für Empfindungen? Fandest du das störend oder gut? Oder? Ich denke, maßvoll hat durch unser Auftreten, durch unsere Strategie sehr viel Medienpräsenz generieren können und durch das die Bürgerrechtsbewegung in einer breiten Öffentlichkeit präsent machen können. Unsere Argumente, ich schaue da zurück an das dritte Covid-Referendum, dass wir im Gegensatz zum zweiten Referendum sehr anschlussfähig, mehrheitsfähig auch in der Kampagne gezeigt haben. Menschen, die sich umarmen, Corona ist nun vorbei, hört auf mit neuen Zwangsmaßnahmen, mit einer Verlängerung des Covid-Gesetzes. Und Maßvoll hat sich ja immer ausgezeichnet durch einen anderen Weg. Wir waren ja 2021, haben wir immer gesagt, wir sind nicht per se gegen die Impfung, gegen die Maske. Wir wollen einfach keinen Zwang. Und diese Position hat damals niemand vertreten. Und ich denke, so war auch das Medieninteresse 2021 sehr hoch. Vielleicht auch, da ich damals Anfang Jahr mit Jahr noch beim Freisinn tätig war und vielleicht noch ein bisschen den Nimbus einer Parteilichkeit noch mitgetragen habe. Ich erinnere da, das war im April 2021, da war Maßvoll sogar auf der NZZ-Titelseite, das ist ja heute unvorstellbar. Der Tenor damals war ja wirklich, es wäre langsam vorbei, die Maßnahmen hören auf. Und dann fing es dann im Sommer, Herbst mit dem Zertifikat ja erst richtig an. Nein, ich fand es ja auch sehr schlecht. Viele aus der Bewegung haben immer gesagt, ja, mit den Journalisten dürfen man nicht sprechen, mit den Menschen dürfen man nicht sprechen. Das ginge nicht. Wir haben immer gesagt, doch, unbedingt, je mehr Präsenz, desto besser, damit die Bewegung ihre Argumente platzieren kann und einen Diskurs teilhaben kann. Und ich denke, durch die hohe mediale Präsenz von Maßvoll konnten wir sehr viele zusätzliche Menschen erreichen. Schauen wir zurück, Maßvoll gelang es ja, die Jugend auf die Straße zu mobilisieren. Und das ging natürlich nur durch eine öffentliche, provokante Art, die uns hier auszeichnet, dass wir wirklich den Finger tief in die Wunde drücken. Da gab es ja mal eine Schlagzeile, so, ich meinte, das war die Demo in Liestal. Da hatte ich ein Streitgespräch noch beinahe, bevor wir uns die Türe zugeknallt haben, über die Zwangsmaßnahmenpolitik. Das wäre heute unvorstellbar. Vor ein paar Tagen, ich glaube am Samstag war es, da war ja eine Demonstration zugunsten von Julian Assange. Und als ich da hingegangen bin, habe ich den Ort gesucht, auf welcher Brücke das jetzt genau stattfindet. Und da ist mir dann etwas in die Augen gestochen, und zwar dass eine Maßvollflagge, eine Maßvollfahne. Und das drückt vielleicht gerade ein bisschen den Konflikt aus, der da auch daraus entstanden ist. Und zwar auf der einen Seite mit diesem Maßvoll-Plakat habt ihr euch eine unglaublich starke Marke geschaffen, man kennt euch sofort. Es hat dann die lustige Konsequenz gehabt, dass die Piratenpartei anscheinend bei diesem Gruppenfoto, es waren etwa 100 Teilnehmer, vielleicht, also insgesamt vielleicht ein bisschen mehr, weil manche Leute sind gekommen und gegangen, aber diese Teilnehmer haben dann quasi ein Gruppenfoto gemacht und da wurde offenbar die Maßvoll-Fahne aus dem Bild retuschiert. Und das finde ich darum besonders lustig, weil es ja eine Demo war gegen den zensierten Julian Assange. Und das ausgerechnet die computeraffine Piratenpartei, die sich ja gegen Zensur und so weiter genau ausspricht, selber jetzt aus Fotos, also wie Stalin seine Widersacher quasi aus dem Bild retuschiert hat. Das hatte für mich einerseits eine besonders lustige und traurige Komponente, weil ich das natürlich absolut daneben finde. Auf der anderen Seite, aus dem Bauchgefühl, habe ich die irgendwie verstanden, weil es ist schon so, wenn ihr mit dieser Flagge kommt, ihr lenkt vom Thema ab. Oder alle stehen da mit dem Thema Assange und euer Thema ist einfach euer Scheißverein, sage ich jetzt mal zugespitzt. Kannst du das nachvollziehen, dass es vielleicht nicht immer gut ist, dass ihr
eure Marke präsentiert statt die Sache? Nun, das Logo und die Farbe von Maßvoll, unsere Flagge, Violett, das ist mittlerweile ein sehr starkes Symbol geworden für einen konsequenten Kampf für die verfassungsmäßigen Rechte. Gleichzeitig zeigt genau unsere Maßvoll-Flagge all jenen Menschen, die nicht so konsequent für die Freiheit einstehen wie wir, ihr eigenes Scheitern auf. Weil, sehen wir das Beispiel letzten Samstag, wo waren diese Leute 2020 und in den Folgejahren? Die waren nicht auf der Straße, die haben sich nicht getraut, wie du, wie so viele unzählige Helden im Widerstand, auch denen Namen wir nicht mal kennen, es sind einfach so viele, die hatten nie diesen Mut, die gingen nie ein Risiko ein, den Beruf, das soziale Umfeld, das Unternehmen zu verlieren, wie wir das getan haben. Und also mein Held zu sein, hätte man mindestens eine Nahtoderfahrung haben müssen. Also ich empfinde nicht, dass es... Nein. Ich finde jeden, der auf die Straße ging, der sich offen gegen diese menschenverachtende Politik gestellt hat, auch wenn es nur eine Stunde war, ist ein Held. Jeder Einzelne, der Teil dieser Bewegung war und ist, ist ein Held. Und diese Menschen, die sind das halt nicht, die hatten nicht den Mut, die hatten nicht Hirn, Herz und Eier, für die Freiheit einzustehen. Und unsere Flagge konfrontiert sie natürlich mit ihrem Scheitern. So gab es natürlich an dieser Kundgebung auch Versuche von Unterstützern des Corona-Faschismus, dass wir unsere Flagge runternehmen sollten. Und wir, wie wir es immer tun, haben gesagt, nein, wir weichen hier keinen Millimeter. Ich muss aber noch sagen, zur Verteidigung der Piratenpartei, der Vizepräsident der Zürcher Piratenpartei, Bippo, also Philipp Burger, der war beim Gruppenfoto direkt neben einem Mann von uns. Und dort wurde auch angesprochen, oh nein, wir können doch nicht neben Maßvoll auf ein Gruppenfoto. Und dann hat er gesagt, doch, das ist völlig normal, das ist super, dass sie hier sind. Also er erlebt diesen Geist natürlich schon, andere wiederum nicht. Und das ich finde bin natürlich schade. Ich bin gespalten in dieser Sache. Also ich finde, wenn es eine Julian Assange-Stimme wäre, wäre vielleicht gut, wenn es um Julian Assange ginge und nicht um Maßvoll. Aber natürlich gibt es auch hier Ausdrucksfreiheit. Und wenn ein paar Tausend erschienen wären, dann wäre es auch nicht so ins Auge gestochen. Es war einfach darum ins Auge gestochen, weil fast niemand da war. Ich muss schon sagen, es ist nicht unsere Schuld oder unser Vergehen, wenn andere es nicht geschafft haben, so stark für die Freiheit einzustehen. Der Misserfolg von anderen ist nicht unsere Schuld. Jetzt, wir haben auch oft gehört dieses Argument, ja, wenn wir da sind, reden alle nur über uns. Reden alle über Maßvoll und nicht über andere Gruppierungen. Da muss ich sagen, ja gut, ganz wie es Bloch herausgedruckt hat, man muss nicht den Misserfolg legitimieren, man muss an seinem eigenen Erfolg arbeiten. Und ich habe lieber ein Fußballteam mit 11 Top-Spielern, mit 11 den besten Spielern, als 10 und einer, der gut ist. Wir müssen alle überall präsent sein, wie du bei einem Schrickerfest etc. Ich finde das großartig und so soll es auch sein. Ich wünschte mir bei diesen Kundgebungen überall Flaggen von Aletheia, wir für euch, von dir, von Schweizermacher, Verfassungsfreundin, Aufrecht, von allen. So muss das sein. Genau. Das, also ich, weißt du, ich mache hier ein bisschen Advokat des Teufels. Ich finde das halb so schlimm. Also, aber das Argument ist natürlich nicht, dass man wegen Maßvoll nicht über die anderen Organisationen spricht. Das Problem ist, dass man statt über Julian Assange über Maßvoll spricht. Und es ist nicht der Genfer Autosalon, wo da quasi alle ihre Marken präsentieren, sonst geht er dann doch um eine Sache. Also, ja, das ist genau das Problem. Wer spricht denn nun über böse, böse Maßvoll? Genau jene Leute, die uns die Grundrechte nahmen. Diese Leute machen eben nicht mehr die Sache der Kundgebung zum Gesprächsthema, sondern die Teilnehmer, die dabei waren. Und das ist eben falsch. Wenn ich eine Kundgebung organisiere, bin ich froh und dankbar um jeden, der kommt. Und dann mache ich nicht den Gespräch, oh nein, die Freiheitsfriedler haben jetzt herausgemacht oder sonst was. Weil, wie gesagt, an unserer Kundgebung, da sollen alle kommen, sind immer alle willkommen. Und dort sprechen wir über die Sache. Wenn nun die Organisatoren einer solchen Kundgebung das Thema ablenken und lieber über die bösen, bösen Schwurbel reden, anstatt über die Sache, dann machen sie ein Problem und nicht wir. Ich stimme dazu und nicht nur ich. Es hat ein Local-Supporter von mir, der gerade geschrieben hat, genau so ist es, Nikolas. Bei so einigen ist es einfach blanker Neid gegenüber Maßvoll. Und da habe ich noch zwei Kommentare. Jemand hat geschrieben, Jesus und Freddie Mercury sind mir erschienen. Und ich fange sich dann zu singen, um das zu debunken. Aber ChinapCH fragt auf Rumble, kannst du ihn fragen, wann er nun endlich übers Wasser läuft?
Und AB schreibt, er lebt noch. Ich weiß nicht, ob er Hitler meint oder Jesus, aber ich nehme an Jesus. Du, ich glaube, am Tag, wo ich solche Sprüche nicht mehr höre, habe ich Ihnen etwas falsch gemacht. Nein, du, ich muss sagen, ich fände es sehr schön, wenn ich gönne allen den Erfolg und ich würde mich über allemaßen freuen, wenn... Maßlos freuen würdest du dich. Maßlos würde ich mich freuen, wenn diese Kundgebungen wieder anwachsen. Ich schaue diese Teilnehmer an, jetzt an diese Kundgebung am Samstag. Mehr als die Hälfte waren Bürgerrechtler, die wir aus den letzten Jahren kennen. Und ich frage mich, warum machen sich die Organisatoren dann zur Bärenaufgabe, gegen die Leute, die mobilisieren, für ihre Kundgebung zu schießen, anstatt sich zu freuen. Wenn ich jetzt eine Kundgebung organisiere und ich merke, keine Ahnung, vielleicht plötzlich ein Hirngespinst die FDP mobilisiert für die Grundrechte, mehr Leute als wir, dann freue ich mich, weil der Sache dient das. Mhm. Und ich finde, in diesem Geiste müssten wir einen Widerstand machen. Schön gesagt. So, was sind deine Pläne für 2024? Was wird da, was kommt jetzt alles auf dich und maßvoll und die Bewegung zu? Außer natürlich den Pandemie-Pakt, das ist bekannt. Nun weißt du, wenn man hier 3 Jahre zurückschaut, da kommen einem viele Bilder, viele Erinnerungen hoch an all die tollen Menschen der letzten Jahre. Man schaut zurück, welchen Weg man gegangen ist, wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Und da merkt man auch, welchen Auftrag das man hat, die Leute weiter zu unterstützen. All das Vertrauen, das man entgegengebracht bekommen hat in den letzten Jahren, das ist das Schönste überhaupt. Und in diesem Geiste wollen und werden wir auch weiterkämpfen, weil ich fühle mich völlig verpflichtet, allen Mitgliedern, die wir haben, allen Menschen, die wir in den letzten Jahren Mut und Hoffnung gegeben haben, eben nicht zu verzweifeln, weiterzukämpfen. Und deswegen haben wir auch gerade gestern in Bern eine Pressekonferenz gemacht, eine kantonale Kampagne aufgegleist, Notrecht-Nein. Die wird auch unterstützt mittlerweile von der jungen SVP. Das ist ein Novum, dass eine Jungpartei eine Kampagne von uns anschließt. Dann haben wir 2 Altnationalräte, die mit dabei sind. Zusammen mit den Verfassungsfreunden leiten wir diese Kampagne, weil der Kanton Bern will wieder Notrecht einführen auf kantonaler Ebene. Das bekämpfen wir. Dann haben wir gleichzeitig im Kanton Thurgau Wahlen. Und ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass die Liste von Maßvoll jene sei mit dem höchsten Frauenanteil. Ohne Frauenquote nichts dergleichen. Du siehst, auch dort geben wir Vollgas. Dann haben wir im Kanton Aargau im Herbst Wahlen, die große Kundgebung gegen den Pandemiepakt. Da werden wir am 25. Mai auf dem Berner Bundesplatz wahrscheinlich auch Parlamentarier von anderen Ländern in der Schweiz haben, weil die Woche darauf soll der Pandemiepakt verabschiedet werden. Hier werden wir eine ganz große Kundgebung dagegen machen. Und natürlich die Souveränitätsinitiative, da wird Vollgas gesammelt, da brauchen wir noch ganz, ganz viele Unterschriften. Und da sind wir froh und dankbar für jeden, der dort mithelfen kann. Und da kommen noch viele andere weitere Projekte. Jetzt haben wir auch neue T-Shirts gemacht und etc. etc. Wir machen viel Aufklärungsarbeit, haben jetzt Tell News wieder reaktiviert, viele Beiträge dort geschrieben. Beispielsweise Jan Leitz von der EDU Zürich hat einen Artikel gemacht über das neue Gesetz in Frankreich, das eben nicht nur Kritik an der mRNA-Spritze unter Strafe stellt, sondern auch schon Kritik an den Masken und an anderen medizinischen Maßnahmen. In Zürich haben wir die Abstimmung über die Anti-Chaoten-Initiative der jungen SVP, die sehr, sehr gefährlich ist, die das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit abschaffen möchte. Auch dort wehren wir uns. Wir bauen unsere Strukturen nach wie vor aus. Maßvoll wird immer breiter. Immer mehr Menschen schließen sich der Bürgerrechtsbewegung an. Und wir haben noch viele Schlachten vor uns, denn wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass unsere Grundrechte nun geschützt wären und dass die Politiker in Bern uns jetzt in Ruhe lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Wo soll Kritik an der Maske verboten werden? In Frankreich. Meinst du Kritik an der Maske oder einfach die Behauptung, dass sie nicht nützt? In Frankreich wurde jetzt ein Gesetz verabschiedet, dass Kritik an medizinischen Maßnahmen unter Strafe stellt, bis zu Gefängnis. Das muss jetzt noch durch den Senat, aber mit den Mehrheiten unter Macron ist es höchstwahrscheinlich, dass das passieren wird. Und das ist auch die Zukunft. Das droht auch uns. Macron, Frankreich setzt die Agenda 2030, 2050 um.
Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass jetzt der Grund gelegt wird, die Bausteine für eine noch viel schlimmere Maßnahmendiktatur, als das wir erlebt haben in den letzten Jahren. Gleichzeitig in der Schweiz ist das neue Epidemiengesetz in Vorbereitung, das den Pandemiepakt brav vorzeitig umsetzt. Es wird noch viel schlimmer in den nächsten Jahren, das müssen wir uns bewusst sein. Und in diesem Sinne kämpfen wir weiter. Ich sehe gerade, in der Berliner Zeitung steht, die französische Biologin Annelies Bucke hat geschrieben, heute wurde in Frankreich ein Gesetz verabschiedet, das jeden Widerstand gegen mRNA-LNP-Injektionen als sektierische Abweichung einstuft. Die Strafe beträgt bis 3 Jahre Haft und 45.000 Euro. Und Gegner nennen den Artikel Pfizer und dann, ja, was sagt Macron? Also Macron setzt mit Artikel 4 im Strafgesetzbuch seinen Willen durch. Mit dem Gesetz wird ein neuer Straftatbestand geschaffen. Es wird die Aufforderung, eine therapeutische oder prophylaktische medizinische Behandlung abzubrechen oder zu unterlassen und die Aufforderung, Praktiken anzuwenden, die als therapeutisch und prophylaktisch dargestellt werden, unter Strafe gestellt. Kritiker befürchten, damit könnte künftig auch Widerstand gegen die mRNA-Behandlung und weitere Methoden in Frankreich kriminalisiert werden. Und der Sender CNews, eine Art Fox News für Frankreich, schreiben sie, berichtete über die Abstimmung, Zitat, der Sozialist Arthur Delaporte begrüßt die Rückkehr dieser Maßnahme, die notwendiger denn je sei, um die Wissenschaft zu verteidigen, diese Arschlöcher, während Menschen in sozialen Netzwerken inakzeptable Dinge sagen. Was akzeptabel ist, das sagen die herrschenden Herren. Jetzt habe ich da leider einen falschen Knopf gedrückt hier. Und jetzt Zitat, im Gesetzentwurf heißt es konkret, Zitat, also Dreier, die Aufforderung zur Aufgabe oder Unterlassung einer therapeutischen oder prophylaktischen medizinischen Behandlung wird mit einem Jahr Gefängnis und 15.000 Euro geahndet, wenn diese Aufgabe oder Unterlassung als vorteilhaft für die Gesundheit der Zielpersonen dargestellt wird, obwohl sie nach dem Stand der medizinischen Kenntnisse offensichtlich geeignet ist, für sie in Anbetracht der Krankheit, an der sie leiden, schwerwiegende Folgen für ihre physische oder psychische Gesundheit zu haben. Die Strafe können bei Zuwiderhandlung auf 45.000 Euro und 3 Jahre Gefängnis erhöht werden. Wow, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ist schon unglaublich, wie konsequent, dass Informationen unterdrückt werden. Und ich habe das jetzt in den alternativen Quellen jetzt nicht gesehen. Es ist Wahnsinn, was da abgeht. Man darf also nicht mehr kritisieren. Die Wissenschaft ist eine nicht mehr Psychosekte. Seit heute nenne ich es eine Kirche. Es ist eben größer als nur eine Sekte. Es ist etwas, was generationenübergreifend wirkt. Aber das ist ja schon zum Verzweifeln, dass, wie das auf der ganzen Welt immer mehr, wie die Schlinge immer enger gezogen wird. Wo Sie noch können, gehen Sie 2 Schritte vor. Und wenn es zu viel Aufruhr gibt, gehen Sie einen Schritt zurück. Und da gehen Sie wieder 2 Schritte vor. Und so werden die Grundrechte immer mehr abgeschafft, bis wir im absoluten Totalitarismus gelandet sind. Das ist der Weg. Wir schauen in die EU mit dem neuen Digital Service Act, wo Zensur im Internet ausgeweitet wird, wie wir das noch nie erlebt haben. Das wird noch weiter schlimmer werden in den nächsten Jahren, als wir erlebt haben seit 2020. Das müssen sich die Leute bewusst sein. Wir sind uns das bewusst jeden Tag und mit diesem Verständnis, mit dieser Verantwortung, die wir hier übernehmen, kämpfen wir auch jeden Tag, Tag und Nacht, weil es ist unsere Pflicht, hier aufzustehen. Weil alle Menschen, die sich in den letzten Jahren gewehrt haben, müssen weitermachen. Wir haben auch alle noch ein Leben daneben. Wir versuchen auch, über die Runden zu kommen. Aber bei dem, was uns jetzt droht, das ist das endgültige Ende der Freiheit. Das ist der Tod der Grundrechte. Und das ist nicht vielleicht in 10, 15 Jahren, eventuell. Das ist, was passieren wird, wenn wir jetzt nicht weiterhin aufstehen, konsequent darauf hinweisen und Widerstand leisten. Das passiert bei uns, deswegen haben wir nach wie vor Zulauf, haben wir nach wie vor sehr aktive Mitglieder, die Tag und Nacht hinter den Kulissen arbeiten. Und hier möchte ich einfach mal Danke sagen an alle, die uns in den letzten 3 Jahren begleitet und unterstützt haben, an all die unzähligen Menschen und vor allem auch hinter den Kulissen. Der Maßvoll ist eine so große Bewegung. Die meiste Arbeit sieht man gar nicht, weil die passiert im Hintergrund und ohne sie wäre das alles gar nicht möglich. Und für diesen Widerstand braucht es ganz, ganz viele Vereine, viele Bewegungen, die aktiv werden. Und in diesem Sinne wollen wir auch die Kundgebung am 25. Mai
öffnen für möglichst viele Menschen und 10.000, 15.000 Menschen auf dem Bundesplatz würden wir uns wünschen, weil es ist jetzt oder nie. Es ist einfach der absolute Wahnsinn, wie dieses System immer mehr in Richtung Totalitarismus abdriftet. Und das muss so sein, denn Unfreiheiten können langfristig nicht verteidigt werden, außer man landet im absoluten Totalitarismus. Im Moment finden das viele noch relativ toll, diese Unfreiheiten, aber wenn das immer mehr werden, dann wird es auch immer schlimmer werden. Sie müssen es immer mehr verbieten, weil es werden immer mehr Leute aufwachen und das schlecht finden, was passiert. Und damit sie das unterbinden können, wird es ihnen dann nicht mehr zu reichen, in den Massenmedien zu lügen. Man muss die Leute auf dem juristischen Weg bestrafen können. Oder man muss Video wie dieses unterdrücken können, damit der Totalitarismus weiterhin Bestand haben kann. Und Leute wie ich, Leute, die meinen, das sei jetzt quasi einfach eine Zwischenstation gewesen und es komme schon wieder gut, die sollen einfach die Augen öffnen und anerkennen, wie ich das jetzt auch erst so langsam in vollem Umfang tue, dass es ein langfristiger Plan ist, um die Grundrechte abzuschaffen und eigentlich uns alle in das Individuum auszulöschen und das Gruppenwohl, das Wohl des Kollektivs über alles andere zu stellen und so eben die fiesesten, übelsten Dinge hervorbringen können, die wir ja schon erlebt haben, oder? Egal ob Hitler, Stalin oder Mao, es waren alles Kollektivisten, sie haben alle eine Identitätspolitik betrieben. Und das Gegenteil von Kommunismus ist nicht Narzissmus und das Gegenteil von Narzissmus ist nicht der Sozialismus, sondern es ist eben immer nur das Kollektiv, der Kollektivismus, der den Individualismus unterdrücken will. Wir stehen hier an der Morgendämmerung, wie wir das sehen, des letzten Kommunismus. Denn wenn dieser kommt mit den neuen technologischen Hilfsmitteln, dann droht das Ende für uns alle. Und da haben wir schlicht keine Zeit. Ah ja, ich mache das dann morgen. Wir können ja nächste Woche Unterschriften sammeln gehen. Wir können dann immer noch in einem halben Jahr eine Demo machen. Nein, es braucht Tag und Nacht Widerstand aller Menschen, die das begriffen haben. Nehmt euch so viel Zeit, wie nur könnt. Macht es möglich. Ein Beispiel, die Bezahlkarten für Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland kommen. Dort will man das Geld, die Flüchtlinge, das ein Flüchtling bekommt, programmierbar ist. Man schränkt ein, wo darf er das ausgeben und für was. Also eine staatliche Kontrolle der Ausgaben, des Geldes. Hier in der Schweiz, ich habe vor ein paar Tagen einen Newsletter der SVP erhalten, will man das auch machen. Die SVP findet das großartig, denn es geht ja gegen die Flüchtlinge. Das ist zu kurz gedacht. Man generiert ein Problem, die unkontrollierte Masseneinwanderung, und bietet als Lösung mehr Überwachung und Kontrolle. In einem ersten Schritt geht es nur gegen die Flüchtlinge. Viele Rechte finden das gut. In einem nächsten Schritt geht es um weitere staatlich bezogene Leistungen, wie Invalidenrente, Altersrente. Da kommt der Staat vielleicht auch irgendwann und sagt, gerade bei IV-Bezügern, für das und das darfst du dein Geld nicht mehr ausgeben. Und sie haben dann die technischen Hilfsmittel und die juristische Legitimation, das genauso umzusetzen. Und irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, haben wir digitales Zentralbankengeld für uns alle, wo der Staat sagt, für was wir es ausgeben dürfen und für was nicht. Dann wird nicht nur die Seite des Geldbezügers kontrolliert, sondern auch diejenige des Händlers, wer das Geld erhält. Dann sagt man vielleicht, dieses Restaurant, das ist besonders woke, hängt immer brav im Pride Month die Regenbogenflagge raus. Da kann man es ausgeben, gibt noch Rabatt. Dann gibt es vielleicht andere Beizen, die sich vielleicht auf Animap geäußert haben gegen die menschenverachtenden Corona-Zwangsmaßnahmen. Da kann man kein Geld mehr ausgeben. Dann gibt es vielleicht staatliche Lizenzen, wer noch CBDCs empfangen darf und wer nicht. Und so wird eine Gesellschaft genatscht, via Nudging, durch Anreize auf systemkonformes Verhalten. Dann wird jeder Bereich unseres Lebens durchreglementiert, getreu der Agenda. Das ist unsere Zukunft, wenn wir es nicht verhindern. Und ja, klar, das wäre jetzt Grund zum Verzweifeln, nur noch seinen Garten zu pflegen,
und rein in die Selbstversorgung zu gehen. Wir raten davon ab, weil ein solches System kann man nicht bekämpfen, indem man sich davon entsagt, BILAG nicht mehr bezahlt, keine Steuern mehr bezahlt. Ein solches System findet Dissidenten überall, da gibt es keinen Drinnen mehr. Ein solches System ist nur zu verhindern durch Massenproteste, durch friedlichen, maximalen Widerstand. Genau, es braucht, das ist ganz wichtig, wir befinden uns jetzt in einer Übergangsphase, in einer Phase, wo wir ein bisschen aufatmen können scheinbar, weil unsere Bürgerrechte nicht mehr unmittelbar eingeschränkt worden sind. Stattdessen werden wir jetzt mit Inflation und neuen Steuern, die klimabedingt notwendig sein, immer mehr einfach verarmen. Und in dieser Zeit, wo die unmittelbare Wut der Bevölkerung im Moment ein bisschen gedämpft ist, weil sie meinen, die Inflation sei ein Naturgesetz und nicht einfach eine Steuer des Regimes. In dieser Zeit ist es wichtig, dass Institutionen, die maßvoll oder aufrecht oder eben auch alternative Fernsehsender wie Hoch 2, was gibt es alles noch für tolle Kanäle, dass diese am Leben TV bleiben. Natürlich. Entschuldigung? Stricker-TV natürlich. Stricker-TV habe ich fast vergessen, dass diese Kanäle am Leben erhalten bleiben, damit, wenn es wieder losgeht, wir nicht mehr die ganze Infrastruktur, die ganze Organisation neu aufbauen müssen. Und es geht nicht darum, ob wir am Ende Erfolg haben oder nicht. Ich halte das für absolut offen, was kommt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt, insbesondere nicht in einer Zeit, wo die künstliche Intelligenz gerade explodiert. Niemand weiß, was kommt, aber was jeder weiß, ist, was er zu tun hat, um eines Tages zu seinen Kindern und zu seinen Enkeln oder auf dem Sterbebett zu sagen, schaut, das habe ich gemacht und ich finde, ich habe das Richtige getan. Das Rumsitzen, das Nichtstun, das passive Konsumieren und Aufregen alleine ist nicht genug. Schließt euch an oder teilt Videos, seid widerständig, lasst euch den Vorwurf des Schwurblerseins, des Nazis und Antisemitenseins, lasst das an euch abprallen und informiert weiter auf friedliche, sachliche, meinetwegen auch emotionale Weise, damit die Leute verstehen, was gerade in der westlichen Welt und womöglich auf dem ganzen Globus gerade hochgezogen wird. Da kann ich mich nur anschließen. Du hast völlig recht. Weil wir sehen es ja in der Bewegung, viele Menschen haben vielleicht genug, es wird ihnen zu viel und das verstehe ich völlig. Die Last dieses Wissens ist enorm. Und ich verstehe jeden, der sagt, du, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber ich möchte appellieren an alle, die verstehen, was passiert ist, an alle, die verstehen, was uns droht. Tut es euch an, wie wir es uns antun. Wir hätten alle auch 1000 schönere Dinge im Leben, die wir gerne machen würden, auf die wir verzichten. Aber wir müssen es tun, weil wir haben eine Verantwortung, weil wir wissen, was kommt. Jeder Mensch kann selber entscheiden für sich selber, was er richtig findet, was er sich zumuten will. Wir alle haben nur ein Leben. Und wenn er denkt, er ist schon 75 und er lebt statistisch gesehen sowieso nur noch ein paar Jahre, dann ist es ja vielleicht auch völlig okay, dass er sagt, ich habe genug von der Politik, ich kümmere mich um meine Enkelkinder. Aber wer wirklich sich um seine Kinder kümmern will, die vielleicht erst gerade vor ein paar Jahren geboren sind, der sollte sich wirklich überlegen, wo er seine Energie einsetzt, aber zumindest einen Teil der Zeit dahin hinein investiert, wo eben die Freiheit nicht ganz verloren geht. Und die Frage ist, was bedeutet Freiheit? Freiheit heißt nicht einfach nur die Abwesenheit von Maskenzwang, sondern Freiheit heißt eben auch, dass man aufhört, uns zu plündern und das Geld umzuverteilen von unten nach ganz oben. Und eben vor allem heißt Freiheit eben, es heißt vor allem eben nicht zu tun, was man nicht tun will. Und diese Dinge sind so fundamental, eigentlich wurde das nie in Frage gestellt, aber wir haben eine Rückabwicklung des Humanismus und der Aufklärung. Und was wir jetzt brauchen, so wie die Renaissance eine Wiedergeburt war, der römischen und griechischen Antike, brauchen wir eine Renaissance der Aufklärung, eine Renaissance des Humanismus, der Menschenrechte. Und dafür braucht es jeden einzelnen Menschen, der Energie hat, sei das zeitliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen oder andere, egal welcher Art, dass er eben unterstützerisch tätig sein kann, dass zumindest in dem Gebiet, wo er selber tätig ist, ein bisschen mehr
Aufklärung stattfindet, ein bisschen mehr Erkenntnisgewinn bei der Durchschnittsbevölkerung ist, die sich einfach zu einem großen Teil absolut nicht interessiert, was politisch überhaupt läuft. Und das ist ja, und da bin ich auch total dankbar für all die tollen Leute, die wir bei uns haben, die sich Tag und Nacht engagieren. Als Beispiel Markus Zollinger wurde kürzlich Vater, aber er ist Tag und Nacht engagiert. Mit jeder freien Minute, die er noch irgendwie möglich machen kann, kämpft er bei Maßvoll für die Grundrechte aller Menschen. Und so gute Kämpfer haben wir noch und nöcher. Deswegen können wir auch so viel umsetzen. Jetzt in Bern, in Thurgau, in anderen Kantonen, Mitgliederanlässe etc. Viele Menschen, die einfach knüppelharte Basisarbeit leisten. Bei Wind und Regen auf der Straße stehen und Unterschriften sammeln. Und jeder kann so einen Beitrag leisten. Es braucht nicht viel. Es reicht, wie du sagst, das Teilen von Beiträgen, das Informieren des Umfelds, vielleicht mal dort eine Mitgliedschaft, dort eine Spende. Wenn jeder das geben kann, was er möchte, was er kann, dann haben wir eine bessere Schweiz. Und wer mehr machen kann, als Videos zu teilen, der soll auch mehr tun, weil die Schlacht wird nicht im Internet entschieden. Es wird am Schluss darum gehen, dass wir genug Füße auf die Straße bekommen. Und im Moment fehlt uns die Handhabe, weil eben diese Entrechtung, die im Moment, sage ich mal, auf juristischer und gesellschaftlicher Ebene stattfindet, die ist schleichend, oder? Es ist eigentlich eine institutionelle, die Institutionen schleichen sich in unser Leben hinein und entrechten uns langsam durch Gesetzgebungen, die im Moment eben nicht Anwendung finden. Aber wenn wir diese Gesetzgebungen einfach immer zulassen und die Indoktrination unserer Kinder einfach immer nur zulassen, dann wird es dann irgendwann jemanden geben, der wieder auf einen Knopf drückt, wie am 31. Dezember 2019 und sagt, jetzt haben wir Pandemie. Und das wird dann eben wieder geschehen und dann mit noch menschenfeindlichen Gesetzen, mit noch menschenfeindlichen Kräften, die auf noch menschenfeindlichen Methoden das Leben des durchschnittlichen Menschen miserabel machen. Da kann ich nur appellieren, geht den harten Weg. Und ich würde auch abraten, die Haltung zu haben, dass irgendwann jemand kommen wird und Danke sagen wird, dass wir irgendwann als Helden in den Geschichtsbüchern stehen werden. Darum geht es nicht. Davon darf man sich auch nicht abschrecken lassen. Das ist undankbar. Wir müssen schauen, dass es überhaupt Geschichtsbücher gibt, die noch das, die das niederschreiben, was passiert ist. Mittlerweile habe ich auch Zweifel, dass es überhaupt der Fall ist. Zum Beispiel der Zweite Weltkrieg wird so getan, dass der Sturm der Normandie quasi den Zweiten Weltkrieg oder Hitler erledigt hat. In Wahrheit waren es die Russen, die unter über 25 Millionen Menschen, die sie selber verloren haben, Hitler bezwungen haben. Die Amerikaner haben ein bisschen mitgeholfen, aber zum einen ein paar Flugzeuge, die dann in der Normandie, Leute oder ein paar Schiffe oder so, oder ein paar Leute, die da quasi abgeworfen werden, die könnten dann so etwas wie einen Weltkrieg entscheiden. Das ist absolut banal und natürlich nicht so. Und wir müssen damit leben, dass wahrscheinlich ganz vieles, was wir uns als wahr und richtig quasi in unser Stammhirn haben hineingießen lassen, dass das alles auch Lüge war. Wie Bolsonaro das sagt, Tod, Sieg oder Gefängnis. Schauen wir ein bisschen zurück in die Geschichte. Hofer von Südtirol, der wurde auf Befehl von Napoleon Bonaparte exekutiert für seinen Freiheitskampf. Die Gründerväter der USA hätten sie verloren, wären sie gescheitert, wären sie für Hochverrat erhängt worden. Wer weiß, wie es mit uns weitergehen wird. Die wären ja auch alle gehängt worden. Richtig. Ja. Und wer weiß, ob wir in 15 oder wann auch immer, wenn die Gegenseite gewinnt, dann verlieren wir unseren Kopf. Dann sind wir in den Geschichtsbüchern die Bösen, die Terroristen, was auch immer. Es gab in den 50er Jahren, glaube ich, war es, oder 60er auch noch, gab es McCarthy, der quasi die Kommunistenhetze quasi begründet hat. Und ich war da immer negativ eingestellt dieser Person gegenüber, weil es hieß da quasi, ja, das sei eine riesen Panikmacht gegenüber den Kommunisten. Heute muss ich sagen, was wir eigentlich bräuchten, ist wahrscheinlich wirklich wieder so eine Art McCarthy, der die Behörden aufräumt. Also das ist, da sind wir mittlerweile angekommen.
dass man McCarthy eigentlich im Nachhinein als Freiheitshelden feiern muss und eben nicht als das, was man ihm darstellt. Ich weiß nicht, wie es in den 50er Jahren war, aber wenn es da nur halb so schlimm war wie heute, dann hatte McCarthy, dann war das Handeln von McCarthy absolut gerechtfertigt, dass auch wenn es Unschuldige getroffen haben mag, weil unter dem Strich hätte das dann sehr viel mehr Gutes bedeutet als Schlechtes. So, ich muss mich da nicht in die Materie, aber so das Gefühl habe ich. Wir leben nach wie vor in einer Gesellschaft von Tätern, von Menschen, die uns die Grundrechte aberkannt haben und die es jederzeit wieder tun würden und auch werden, wenn es wieder losgeht. Viele der Menschen da draußen, die alleine schon uns beschimpft haben im Supermarkt, wenn wir keine Masken anhaben, die werden es wieder tun. Dort ist keine große Einsicht vorhanden. Das müssen wir uns bewusst sein. Für mich persönlich gibt es keine Versöhnung, keine Vergebung. Für die Leute, die hinkommen und sich aufrichtig entschuldigen und geloben, das nie wieder zu tun und für die Freiheit zu kämpfen, dort bin ich gewählt. Alle anderen. Wenn es 2021, 2022 weitergegangen wäre, wo wären Menschen wie wir beide gelandet? Was hätte man mit uns gemacht? Wir wären vielleicht noch unter großem Applaus der Masse auf dem Bundesplatz. Ja, jemand schreibt jetzt gerade noch auf YouTube, holt euch noch Daniele Ganser ins Boot. Ja, das, Daniele Ganser macht halt lieber seine Tourneen, als wirklich auf die Plätze zu gehen und dahin gehen, wo es weh tut. Ein bisschen muss man ihn dafür kritisieren, weil er hat ja auch bei Corona etwa eineinhalb Jahre lang einfach geschwiegen, weil es wahrscheinlich seine eigene Leserschaft oder seine eigenen Leute gespalten hätte. Also auf Daniele Ganser zu setzen, kann man, wenn es darum geht, Aufklärung zu betreiben, aber die Füße auf die Plätze zu kriegen, da ist Daniele Ganz wahrscheinlich nie Teil davon. So kommt es mir zumindest vor. Siehst du das anders? Ich habe größten Respekt vor allen Menschen, die in den letzten 3-4 Jahren an der Front standen. Und das sind diese Menschen, die ich als Helden bezeichne. Jeden einzelnen davon. Ob man sich mag oder nicht, spielt absolut keine Rolle. Und ich habe großes Missfallen gegenüber Menschen, die jetzt plötzlich schon immer im Widerstand dabei gewesen waren, das immer schon schlecht fanden, auch von denen man, als es wirklich schlimm war, keinen Mucks gehört hat. Trotzdem muss man Daniele Ganser, aber hat er sich nötigen Schutz genommen zu werden, hat genug Leute, die das tun. Aber hat ich habe jetzt nicht von Daniele Ganser gesprochen. Ja, Daniele Ganser macht eine hervorragende Arbeit. Genau, und zwar lange vor uns, oder? Das muss man auch sagen. Als wir das Leben genossen haben, hat er aufgeklärt, hat seine Karriere als Professor oder als aufgegeben, hat seinen Doktortitel riskiert, den hat er aber immer noch und einfach nur darum, weil ihm die Sache wichtiger war als die individuelle Karriere und dass er jetzt eine wunderbare Karriere hat im Widerstand oder zumindest in den unabhängigen Medien, das sei natürlich absolut gegönnt. Absolut. Wenn es einer verdient hat, dann eher. Dann war es das für heute, glaube ich. Wir können ja wieder mal live gehen. Aber dreimal drei Jahre maßvoll, freuen wir uns auf 30 weitere Jahre. Und dann bist du so alt und grau, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Grimaldi und Jesus. Nein, optisch zwar nicht, dann müsste es dann eher Abraham gewesen sein oder so. Wir kämpfen noch viele Jahre weiter. Springt. Vielleicht wirst du noch zum Märtyrer, wenn du das Glück hast, zu sterben. Ich hoffe nicht. Du weißt, vielleicht gibt es ja mal einen ruhigen Lebensabend in der Sonne mit einem kühlen Bier und genug Zigarren und Familie. Wer weiß, vielleicht nimmst du auch den komplett gegenteiligen Weg. Aber was sicher ist, ich kämpfe bis zum letzten Atemzug für unsere Freiheiten, solange das noch geht. Dann wünsche ich dir noch viele Atemzüge und den Zuschauern bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns bald wieder. Heute ist Feierabend für mich, habe schon eine Sendung gemacht und dann würde ich sagen, bis wahrscheinlich morgen. Schönen Tag. Übrigens am Donnerstag noch das Interview mit Claudio Grass geplant. Da werden wir in die FED, in die FED, in die amerikanische Zentralbank und deren Geschichte eintauchen. Wunderbar. Vielen Dank, Niklas, für das Gespräch. Alles Gute dir und maßvoll. Und bis bald. Besten Dank. Liberté. Genau. Freiheit. Freiheit.